Bekanntmachung. Dr. Porschen geht in den Ruhestand. Er ist ja jetzt seit 1995 Hauptgeschäftsführer dieser Industrie- und Handelskammer Niederrhein, Mittlerer Niederrhein. Eine gewaltige Organisation mit 80.000, jetzt sage ich nicht Mitglieder, sondern 80.000 Firmen, die dort, ich sage auch nicht Zwangsmitglied sind, sondern Mitglied sind. Das ist ganz gewaltig. Und diese 80.000 Unternehmen haben 380.000 Mitarbeiter. Und er ist der Hauptgeschäftsführer und damit der Dirigent, der mit dem Taktstöckchen. Das ist eine riesige Aufgabe. Herr Porschen kommt ohne Bugwelle einher, denkt man. Und dann kommt die Bugwelle in der Sache. Meistens eine gute Welle, gut begründet, gut vorgetragen. Und wir taten immer gut daran, seinen Empfehlungen zu folgen. Ich meine, wir haben Herrn Dr. Porschen sehr viel zu verdanken. Der Schwerpunkt seiner Leistung liegt aus meiner Sicht in den Ausbildungsdingen, die er angestoßen hat. Dr. Porschen ist ein Macher, sehr stringent nach vorne. Also wenn er irgendeine Idee hat, zieht er die auch durch, streitet sich auch mit Leuten darüber natürlich. Aber er bewegt was hier. Er kann beides, Dr. Porschen. Er kann auch auf den Tisch hauen, nicht als Radaubruder, aber doch um Wort Nachdruck zu verleihen, aber im Kern ist er sicher vor allen Dingen ein kluger Diplomat gewesen, ergebnisorientiert, nie persönlich verletzend, aber immer mit Überzeugung für eigene Überzeugung werbend. Er hat einen sehr tiefgründigen, intelligenten Humor, einen besonderen sachlichen Charme und er ist sehr verlässlich und diese Verlässlichkeit, die kommt sofort in der Diskussion rüber. Er ist ein analytischer Zahlenmensch mit Humor. Und das Beste an ihm, er kann über sich selbst lachen. Es gibt ja Menschen, die sehr theoretisch an Dinge herangehen. Und Dr. Porschen ist genau das Gegenteil. Er ist ein richtiger Pragmatiker. Das kommt mir sehr entgegen. Es geht nicht darum, irgendein Wolkenkuckucksheim zu bauen, sondern ganz konkret zu sagen, was können wir jetzt tun? Lass uns mal anpacken, nicht lange reden, sondern ganz pragmatisch an die Sachen rangehen. Und das habe ich sehr geschätzt. Er hat es immer verstanden, seine Zuhörer in den Bann zu ziehen, auch mit seiner wirklich guten Formulierungskunst. Und er hat eigentlich immer die IHK und ihre Interessen vertreten. Ich glaube, es ist erstmal ein ganz hohes soziales und gesellschaftliches Engagement. Das ist sein Wunsch, den Sachen auf den Grund zu gehen und insbesondere die Sachen konstruktiv anzugehen. Er sucht keine Probleme, er sucht Wege von Problemen weg. Er kann analytisch denken, ingenieurmäßig arbeiten und deshalb ist er in der Lage, auch so eine Organisation zu führen. Das hat er gut gemacht. Ganz lustig, er hat eine Pressemeldung rausgegeben hier in Krefeld, ne, für die IHK zum kommunalen Haushalt. Die fand ich als Gewerkschafter natürlich völlig daneben und habe dann eine Gegenpressemeldung gemacht. Also so haben wir uns in der Presse gegenseitig Pressemeldungen um die Ohren gehauen. Er hat mich angerufen und hat gesagt, Herr Köpke, lass uns einfach mal reden. So, bevor wir irgendwie über die Zeitung kommunizieren, ich bin hingegangen, wir haben Kaffee getrunken, super Gespräch und wir haben danach natürlich auch unterschiedliche Auffassungen gehabt, aber wir haben auch Sachen gemeinsam gemacht. Ich glaube, wir haben immer miteinander auch gelacht. Wir waren nie so ganz bierernst, haben aber dabei die wirklich wichtigen Dinge nicht außer Acht gelassen. Ich weiß noch sehr gut, wie wir uns spontan bereit erklärt haben, Rechnungsprüfer der Kammer NRW zu sein. Und das haben wir mit sehr viel Freude und sehr viel Humor und mit spitzem Bleistift getan. Dieter Porschen hat nie Schlagzeilen gemacht. Zumindest keine negative. Er hat solche kommentiert, hat gerne gesagt, was ihm nicht so passt, was er für richtig hält, was richtungsweisend ist. Er ist im besten Sinne des Wortes ein Leitartikler. Zuletzt hat er mich noch gefreut und geärgert gleichzeitig, als er mir meinen allgemeinen Stellvertreter als Nachfolger abgeluchst hat. Ich glaube, das sind mehrere Facetten, die ihn auszeichnen. Besonnenheit. Klug. Offenheit. Zielstrebig. Immer gut gekleidet. Menschlich. Diplomatisch. Verlässlich. Das Lebensbejahende. Aber ist auch sehr gut. Zu
Zum Abschied wünsche ich ihm weiterhin viel Freude an den schönen Dingen des Lebens. Und mir wünsche ich, dass ich ihn bald wiedersehe. Also erstmal, dass er lange gesund bleibt, dass er seinen Ruhestand genießen kann und dass er sich ab und zu auch doch durchaus wieder zu Wort meldet. Ganz einfach, die besten Grüße und Wünsche, das sage ich von Herzen, begleiten Dieter Porschen in eine wirklich gute Zukunft. Privat, persönlich und aber auch vielleicht in der neuen Aufgabe beruflich. Dem ist nicht zu raten, der weiß, wie das geht. Der hat das ganz genau studiert, der hat genug Jobs und der hat genug Spaß am Leben und das wird ihm gut gelingen. Ja, lieber Herr Dr. Porschen, ich wünsche Ihnen Unruhe im Ruhestand. Ich wünsche Ihnen Zeit für die Dinge, die Sie gerne machen und für die Ihnen bisher nicht ausreichend Zeit blieb. Gesundheit, die Bitte, uns nicht ganz aus den Augen zu verlieren und viele, viele gute Jahre. Ich wünsche Dr. Porschen, dass er die Lebensfreude, die in ihm ist, in vollen Zügen genießen kann und dass er alle Zeit der Welt findet, um den Dingen nachzugehen, die ihm wichtig sind. Herr Dr. Porschen, ich wünsche Ihnen für Ihren Ruhestand, dass Sie völlig abschalten können, dass Sie alles vergessen, was Sie vorher bei der IHK gemacht haben, Politik und die ganzen Anforderungen, dass Sie wirklich Ihr Leben genießen können, dass Sie sich um Frau und Familie kümmern können, dass Sie in der Natur sind, viel reisen und dass Sie einfach wirklich Spaß am Leben haben und abschalten können. Eine gute Flasche Rotwein an jedem zweiten Abend, ein Gläschen Bier an jedem Abend und er ist zwar kein Raucher, aber ab und an könnte es auch eine Havanna sein, zu sagen, Mensch, ich habe gut gearbeitet, ich darf es mir jetzt auch gut gehen lassen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Dieter Porschen oder die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein ohne Dieter Porschen, wie geht das? Geht das? Viel Glück!